Ja, dass es überall so gute Felder sind, liegt übrigens daran, dass wir den Eiffelturm haben. Ich habe die Unigibt-Wohnraum, ja, die Unigibt-Wohnraum. Die Kanalisation wäre auch Wohnraum. Schiffswerft, glaube ich, auch, oder? Nee, der Seehafen aber ja. Tja, ich glaube, naja, wir brauchen eigentlich keine Wissenschaft mehr. Wir haben so viel Wissenschaft inzwischen. Bibliothek würde nochmal plus 6 Wissenschaft geben. Wow. Sollen wir eine Kanalisation kaufen? Nee, die sind eh schon unglücklich. Die sollen mal alleine wachsen. Wisst ihr was? Wir machen doch Bibliothek und dann Universität. So, Peking hat den Wasserpark abgeschlossen. Die brauchen nicht unbedingt Wohnraum. Also schon irgendwann mal, aber nicht direkt. Das heißt, wir können hier theoretisch ein Atomkraftwerk bauen. Dafür brauchen wir aber erst eine Werkstatt und eine Fabrik. Dann geben wir doch mal ein Riesenrad. Ja, gibt auch Kultur. Und plus 2 Annehmlichkeit. Finde ich super. So, wie viel hat er denn noch? Eine Verbreitung. Das heißt, nochmal. Das heißt, Ulundi haben wir jetzt freigespielt. Und was hat er für Dinger? Okay. Ja, 75% des existierenden Drucks geht weg. Das ist natürlich für uns super. Okay. Ah ja, ein Handwerker. Den haben wir gekauft. Der muss dorthin. Sehr gut. Das Südpolarmeer befindet sich hier, seid ihr da sicher? Ich würde eher Atlantik sagen, das Pantalassa. Interessant, dass die Meere jetzt auch Namen haben. Das Nordpolarmeer. Da ist auch das Nordpolarmeer. Naja, sehr merkwürdiger Name, aber gut. So, 981. 6 Runden noch, bis wir hier wieder umschalten können. Die Frage ist, bauen wir noch mal einen Handwerker? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kaufen lieber hier die Kanalisation. Das bringt uns weiter. Das bringt uns mehr. Da ist der Hafen. Okay, Zulu sind sauer. Zu Recht, weil wir ihre Städte Ich würde sagen, Unsichtbarkeit wäre schon eine konvertieren. tolle Der Fähigkeit. Kampfbomber. Ja, wir haben noch nicht mal einen Flugplatz, aber wir haben einen Kampfbomber. So, pass weiter auf unser Zeug auf. Können wieder einen Apostel erwerben. Super. Gut, du reparierst hier bitte. Und dieser Apostel kann hier runtergehen. Genau, der muss ja erstmal hier neben den Torres della irgendwas. Dann geh mal neben den Torres und dann kannst du hier auch weiter bekehren. So, Ulundi ist immer noch nicht bekehrt, interessanterweise. Gut, Larak braucht 8 Energie. 6 haben sie schon aus örtlich erneuerbaren Energien. Wo denn her? Ach, aus dem Staudamm. Ja, da ist jetzt die Frage. Ich wollte hier eigentlich ein wunderschönes Handelszentrum bauen. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr unbedingt. Da ist schon ein Jagdlager. Welche Felder gehören denn alles zu Larak? Das gehört gar nicht zu Larak, sehe ich gerade. Dieses Feld hier, da ist ja nichts außer einer Altertumsstätte. Das könnten wir freiräumen, ja. Okay, und wie schaut es bei Lagasch aus? Ja, da sind doch super Felder. Da drüben zum Beispiel. Da wollte ich zwar eigentlich auch ein Handelszentrum hinbauen. Da oben sind auch noch sehr gute Felder. Dann gehen wir doch erstmal da oben hin. Lagasch hat 2 aus verbrauchten Ressourcen, ja. Okay. Lagasch können wir vielleicht auch noch ein bisschen unterstützen, aber es ist alles zu teuer. Ist alles zu teuer. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man nämlich hier erneuerbare Energien wie diese Sonnenkollektoren oder Windräder aufbaut, dann wird automatisch keine Energie mehr auch von Kohle verbraucht, weil nämlich die erneuerbaren Energien immer Vorrang haben. Wie stehen wir denn inzwischen da? 747, ich weiß nicht, ob sich das schon verringert hat. 3 Kohle haben wir verbraucht. Ich glaube, das hier ist insgesamt, ne? Das ist nicht der Verbrauch, sondern das ist, wie viel wir insgesamt schon verbraucht haben.
Aha. Also Öl ist auf jeden Fall besser, wie wir sehen, im Verhältnis. 3 Kohle bringen 9 CO2, 9 Öl aber nur 7 CO2. Na gut, also welche Forschung machen wir? Die Kernfusion als nächstes. Dann Mister hat den Theaterplatz abgeschlossen. Das freut mich sehr. Die müssten aber auch mal ein bisschen Happiness bekommen eigentlich. Naja, wir bauen trotzdem jetzt das Amphitheater. Und Xiorong hat den Handwerker gebaut. Dann reparieren wir bitte den Campus. Die haben den Hafen gebaut. Genau, da würde ich eigentlich den Leuchtturm ganz gerne kaufen für die. Sie können aber eh kein weiteres... keinen weiteren Bezirk bauen. Also können wir den Leuchtturm eigentlich auch bauen. Genau. Können wir das nicht noch weiter ausbauen eigentlich? Können wir nur das Riesenrad bauen? Ich dachte, das können wir noch weiter ausbauen. Wie schaut es denn eigentlich mit Maskat aus? Was bringt uns denn Maskat? Plus 1 Annehmlichkeit in Städten mit einem Handelszentrum. Das wäre schon auf lange Sicht auch ein sehr interessanter Partner. Shaka ist im Moment mit Fez unterwegs. Interessant. Und Fez möchte einen großen General. Die möchten die Bekehrung, das wissen wir schon. Die wollen eine Raketenartillerie. Haben wir die denn nicht schon längst? Haben wir die denn nicht? Die müssten wir doch schon längst haben eigentlich. Ja, stimmt, wir haben die schon, aber die wollen noch eine. Okay, verstehe. So, ich möchte noch ganz mal kurz nach dem Spion schauen. Der braucht noch 6 Runden, bis er Shakas Gesandte vertreiben kann. Okay. Oh, und da ist sogar noch ein Siedler von Sulu unterwegs. Das wird auch nochmal spannend. So, du verbreitest hier bitte. Dann haben wir das auch. Wunderbar. Sehr schön. Und wir haben 2 Handelsposten bekommen. Auch nicht verkehrt. Ich bin dann gespannt, ob wir in dieser Aufnahme das schon gewinnen können. Eine gemäßigte Flut bei unserer Hauptstadt müsste das sein. Ne? Ich sehe hier den Koloss von Rhodos. Und wir haben eine Düngung. Sehr schön. Gut, ja, du reparierst bitte... Oh, die Mine ist komplett verloren gegangen. Ja, dann baust du bitte wieder eine Mine. Aha, hier ist ein Judentum-Apostel. Und ich glaube, hat er nicht höhere Kampfstärke? Ja, plus 2 religiösen Kampf. Wir haben hier einen bedeutenden Sieg, den wir hier haben können. Dann werden wir den auch nutzen. So, du gehst dorthin, nach Wacker. Und unser Händler. Der muss dringend hier Produktion verstärken. Wir kriegen 8 Produktion, wenn wir dorthin gehen. Aber auch bei Antananarivo kriegen wir auch 8 Produktion. Da haben die Maori offensichtlich einen Stadtstaat überfallen, weil Antananarivo ist eigentlich ein Stadtstaat. Hier gehen wir auch noch essen, aber ich glaube, Ulundi ist das bessere Ziel. Mehr Gold, mehr Kultur. Ja, wir nehmen Ulundi. Sehr schön. Maskotev braucht auch mehr Wohnraum. Ja, jetzt muss man erstmal die Hochwassersperre bauen. Die ist wichtig. So, du hast die Hochwassersperre gebaut, du darfst nur einen Handwerker bauen. Das Problem ist nur, dass der erst in 4 Runden fertig wird. Jetzt wird er in 4 Runden fertig. Ja, weil in 4 Runden möchte ich ganz gerne die Karte wieder wechseln. So, Zipper. Leider können wir hier nicht das Estadio do Maracanã bauen. Das ist auch Quatsch in dieser Forschung. Ah, genau, wir bauen hier einen Tempel. So schaut's aus. Können wir nicht schon längst wieder einen Apostel generieren? Bestimmt, oder? Nein, ich möchte Peking anwählen, bitte. So, wir können auch eine Rockband für 600, aber das brauchen wir nicht. Wir wollen einen Apostel. Da ist schon eine chinesische Rockband unterwegs. China ist immer noch konvertiert und bleibt es hoffentlich auch. Sehr schön. So, und der ist eigentlich nach da hinten unterwegs, aber ich glaube, wir können hier einen bedeutenden Sieg einfahren und sollten das dann auch. Ja, wir haben ihn besiegt. Das bringt 250 für unsere Religion in allen umliegenden Städten. Und das hat dazu geführt, dass wir hier Vorreiter sind und tatsächlich das Judentum ausgelöscht ist in Ulundi. Das ist natürlich erfolgreich gewesen. Ja, also eine Stadt haben wir zumindest schon von Shaka. Wie schaut es denn aus beim Religionssieg? Okay, hier haben wir 14 von 20 Punkten. Hier haben wir 49 bekehrte Städte. Wir haben 3 von 5 Zivilisationen bekehrt, ja. China, Kyros und uns selber. Tja, Taoismus 0.
traurig, aber so ist es. Eine Region gilt als vorherrschend, wenn ihr mehr als 50% der Städte angehören. Ja, wir müssen also nicht alle Städte hier konvertieren, sondern nur 50%. Und das macht das Ganze schon wesentlich schneller und leichter. Euer Ruf ist für immer befleckt. Ja, er wirkt inzwischen auch sehr alt. Schaut euch das mal an hier. China ist nicht mehr so frisch. Zulu bekommen wir Groll. Das ist schade, aber leider nicht zu vermeiden. Unser Agent hat das Quellenbeschaffen abgeschlossen und der Apostel hier kann auch wieder befördert werden. Das machen wir auch. Zweimal mehr verbreiten. Ja, super. Dann du, ja, du könntest hier ein Kraftwerk bauen, stimmt's? Genau. Okay, dieser Apostel hat noch 4 Verbreitungen. Da gehen wir mal, glaube ich, hier rüber zu unseren Nachbarn. Zu den Maori. Und du wolltest eigentlich zu einem Naturwunder, oder? Nee, das war genau falsch rum. Okay, der andere wollte zum Naturwunder. Das heißt, du musst eigentlich zu den Maori gehen. Jetzt habe ich irgendwo aus Versehen, bin ich irgendwo drauf gekommen. Mittel abschöpfen machen wir. Ja. So, du brauchst einen Solarkollektor. Ja. Das heißt, wir haben hier. Na, es ist, glaube ich, noch nicht erneuert worden. Schauen wir nächste Runde nochmal. Und du könntest hier auch einen Solarkollektor bauen. Ja, das wäre gut. So. Vakareva wird konvertiert. Sehr gut. Shaka hat einen sehr, sehr geringen Glaubensausstoß, deswegen wird er nicht so viele Gegenapostel gegen uns ins Felde führen können. So, da haben wir einen starken Regen. Ja, Surong braucht Annehmlichkeit, das wissen wir, die brauchen Annehmlichkeit. Und Wuoran braucht Energie. Ja, die werden wir jetzt hoffentlich gleich bekommen. Dann haben wir erstmal einen großen Ingenieur. Plus 1 Annehmlichkeit für die Stadt und plus 2 Wohnraum. Sehr schön. Gut, du kannst dorthin und den nochmal eine Beförderung abholen. Ja, den Märtyrer. Gut, Mister hat die Bibliothek, kriegt eine Uni. Der hier kann ein Geothermie-Kraftwerk bauen. Bringt auch nochmal Produktion. Sehr schön. Ich hoffe, das reicht auch bis darüber, aber ich glaube nicht. Leider. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich weiß es nicht genau. So, Wacker wird immer noch nicht Mehrheitsreligion. Schade. Schade, schade, schade. So, wer kriegt denn jetzt diesen Effekt? Plus 2 Wohnraum und plus 1 Annehmlichkeit. Wer braucht das denn dringend? Wie schaut es denn mit Mickey aus? Der braucht es nicht. Also Annehmlichkeit bräuchte er schon. Pie braucht das. Ja, Pie kriegt das. So, und da haben wir dann nochmal hier einen Solarkollektor. Wie schaut es denn jetzt aus? 6 Energie aus örtlichen. Ich glaube, das wurde immer noch nicht fertig gerechnet. Nochmal ein Solarkollektor. Wir sind Solarkönige, ihr seht das. So, du musst nämlich neben das natürliche Wunder, ja. Deswegen läufst du mal hier hin. Haben wir inzwischen ihn schon bekommen? Nein, ich glaube nicht. Wir haben 1, 2, 3 Städte. Das ist noch nicht die Hälfte. Nein, haben wir noch nicht. Aber wir müssten einen neuen Apostel bekommen, oder? Noch nicht ganz. 700 sind es. Okay. Ja, also ihr seht, Zululand versucht hier mit Aposteln gegenzusteuern und hat auch Mönchskrieger. Da muss ich nochmal gucken, was die nochmal genau machen, ob die auch einen theologischen Kampf eingehen können. Ermöglicht es Glauben zur Ausbildung von Mönchskriegern, spezielle Landkampfeinheiten auszugeben, die Fertigstellung von heiligen Städten löst einen Kulturschock aus. Nee, das ist aber der Effekt Mönchskrieger. Ich möchte die Mönchskrieger als Einheit sehen. Schnelle Landeinheit mit einem einzigartigen Beförderungsbaum. Kampfstärke. Ich glaube nicht, dass die was Besonderes können. Das sind einfach nur Kämpfer.
Ja, Sulu kann uns ja versuchen anzugreifen. Ich glaube nicht, dass die weit kommen mit ihren Mönchskriegern. Da kommt ein Spion. Ja, das sind auch ganz schön verwüstete Gebiete hier bei den Sulu. Muss man mal sagen. Ja, da verlieren wir wieder Glauben, das ist klar. Und Akkad ist leider noch nicht bekehrt worden. Na gut. So, dieser Apostel hat plus 20 theologischen Kampf. Deswegen gehen wir mal hier zum Apostel der Sulu und schauen mal, was draus wird. Digitale Demokratie ist Persien. Ja, wir sind ja auch eine Demokratie, aber keine digitale. Wir sind einfach eine Demokratie. 4 Punkte für das Stadion, das wir gebaut haben in Atta. Ich bin ein großer Befürworter der Verwendung der Kernfusion. Okay. Projekt Mondlandungsstadt abgeschlossen. Schade. Persien hat die Mondlandung. Ich weiß nicht, ob wir das auch machen können. Ich glaube nicht. Ja, da kriegen wir 4 Punkte. Sehr gut. Wir sind nur noch ein Punkt von einem goldenen Zeitalter da entfernt. Das werden wir hinbekommen. Wir müssen ja nur ein Gebäude sozusagen bauen, um das hinzubekommen. In 12 bis 32 Runden werden wir das ja wohl locker schaffen. Peking kriegt nochmal einen Apostel. So, und jetzt sind wir in den Zukunftstechnologien angekommen. Hier haben wir Seestadt. Das ist im Prinzip das, was wir mit dem Wettbewerb schon auch von Anfang an machen können. Außer, dass wir auch noch Kultur bekommen. Die Kybernetik. Ja. Und hier kriegen wir einen Diplomatie-Sieg. Und ich glaube, wir nehmen erstmal Seestadt. Gut. Dann. Ja. Ich glaube, wir gehen hier weiterhin erstmal zu den Maori und versuchen dort das Schiff zu machen. Dann können wir hier ein weiteres Kraftwerk bauen. So, wo ist denn unser religiöser Kampf? Wo ist denn der Apostel hin verschwunden? Schade, er ist leider nicht mehr da. Dann bekehren wir. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Oh, Uruk hat den Kampfpanzer beendet. Den möchte ich natürlich sofort hier rüber schicken. Komm mal hier rüber, Kampfpanzer. Tja, und jetzt ist die Frage. Atta hat inzwischen immer noch Kohle, ja. Was gehört denn noch zu deinem Gebiet, Atta? Wo können wir noch was bauen? Leider sonst nichts mehr. Ungünstig. Tatsächlich ungünstig. Hier können wir noch was bauen für Pier. Ja. Das ist doch gar nicht verkehrt. Atta braucht eh neue Produktion. Ein Sendezentrum. Forschungslabor oder Sendezentrum. Ich glaube, Sendezentrum wollen wir mal. Tja, dann gehst du, glaube ich, mal... Du hast noch 4 Verbreitungen. Ne, da kommt ja eh gleich ein Handwerker. Der kann dann hier bauen. Du gehst mal darüber nach Lagash. Ne, die haben schon alles Erneuerbare. Hier, Larak bräuchte theoretisch noch. Dann werden wir das doch dann mal... Oh, das ist noch nicht repariert. Das machen wir als erstes. So, gut. Wie schaut es denn hier aus? Uruk ist erneuert, ist schon alles erneuert. Hier ist auch alles erneuerbar. Tja, ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn wir hier noch einen Sonnenkollektor bauen. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Wir bauen hier oben nochmal einen Sonnenkollektor. So, da haben wir den Händler. Der geht natürlich weiter nach Antananarivo. Oder, nee, nach hier, nach Tehokianagan. Das behalten wir so bei. Sehr gut. Uruk kann jetzt mal was anderes bauen. Ich finde fast dafür, mal hier einen Flugplatz zu bauen. 4 Runden dauert das nämlich nur. Das machen wir dort unten. Ja. Sehr schön. Hier haben wir den Campus wieder aufgebaut. Das heißt, wir können eine Bibliothek bauen. Sehr schön. Und wir haben genug Geld. Wo können wir unterstützend eingreifen? Können wir hier vielleicht das Riesenrad bauen. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Ja, und dann haben wir hier schon mal dieses Annehmlichkeitsproblem weg. Wir haben sogar eine Annehmlichkeit mehr, als wir brauchen. Sehr schön. Und hier haben wir auch 0. Das heißt, wenn das Riesenrad kommt, könnte es sein, dass Wuhan davon profitiert. Schauen wir mal. Ja, sonst kann zur Not Wuhan auch noch mal einen Wasserpark bauen. Hier zum Beispiel irgendwo. Auch neben die Golden Gate Bridge. Dann haben wir 2 Wasserparks nebenan. Und da dann vielleicht noch einen Hafen. Ja, das wäre gar kein schlechter Hafen eigentlich neben dem Fisch.
Gucken wir mal. Ja, du darfst hier mal schalten und walten. Und ist jetzt was passiert? Ist es da nichts passiert? Schaut mal, Leute, das ist irgendwo. Ist da ein Bug mit diesen Ingenieuren? Da passiert irgendwie nichts. Ich verstehe es nicht. Sehr merkwürdig. Irgendwas stimmt da nicht. So, Zulu sind immer noch sauer. Jetzt haben wir hier endlich mal einen religiösen Kampf mit diesem Apostel. Das freut mich. Unser Apostel ist nur leider geschwächt. NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann. Die Russen haben einen Bleistift benutzt. Plus 15% Produktion für Weltraumrennenprojekte brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Gut, Guru interessiert uns nicht. Ja, das ist okay. Der Apostel kann auch wieder befördert werden. Ja, dreifache Stärke, hört sich gut an. Dann eine Ausrichtung. Baut einen Flugplatz in 9 Runden. Das machen wir mal, weil das schaffen wir mit Uruk, den Flugplatz dann rechtzeitig zu bauen. So, sehr gut. Hier haben wir den Staudamm. Das heißt, wir haben alles erneuerbar. Das ist super. Dann können wir mit dem Archäologischen Museum mal gleich nach. Oder können wir hier ein Wunder bauen, das Sinn macht. Christo Redentor, mehr Kultur, Freiheitsstatue, Diplomatie-Siegpunkte, Panama-Kanal. Können wir den Christo Redentor dorthin bauen? Nein. Können wir die Freiheit... Ups. Nein, wir wollten erst nochmal hier kurz gucken. Den Mont Michel, den können wir nur dorthin bauen. Das bringt uns also auch nichts. Nein, dann bleibt mal bei eurem archäologischen Museum. Und Pier. Ja, Pier. Ach doch, jetzt seht ihr es, ne? Jetzt hat sich's verändert. Jetzt haben wir doch 17 Wohnraum. Na, es ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Tja, Pier braucht, glaube ich, ein Wohnviertel. Da wollten wir schon länger mal eins bauen, ne? Jetzt haben wir auch bessere Werte. Hier im Wohnviertel hin, ja. Machen wir das einfach mal. So, Peking hat das Riesenrad abgeschlossen. Wir könnten das Aquarium bauen. Und es gibt sogar plus 1 Wissenschaft für jede Küstenressource. Aha, wir bauen mal das Aquarium, warum nicht? Hier noch ein bisschen mehr Energie. So, dieser Apostel, wo ist denn... Ah, der ist in der Stadt drin. Deswegen können wir den, glaube ich, nicht angreifen, oder? Nee, den können wir nicht angreifen. Tja, kann der sich heilen? Nee, das geht nur auf unserem Geländefeld. Können wir zurückgehen? Ja, ich glaube, wir gehen zurück und heilen uns mal, damit er dann wieder kämpfen kann, weil das ist wirklich ein guter Kämpfer. Okay, der hat sich hier jetzt aus irgendwelchen Gründen... schon eingeschleimt. Können wir den woanders denn noch benutzen? Wo es sinnvoll ist. Hier. Pito braucht auch. Aber braucht keine Annehmlichkeit. Mister bräuchte Annehmlichkeit. Wie schaut es da aus? Oh ja, Magwa braucht dringend. Das heißt, du gehst mal nach Magwa. So, und der Handwerker, der darf hier einen Solarkollektor bauen. So, wie schaut es denn da aus? Wo waren wir denn vorher? Sehen wir das? Ich glaube, wir haben hier uns Nahrung geschnappt, ne? Ja, wir waren in Atta für die Nahrung und das, da bleiben wir auch. Ihr seht, das war gerade auf minus 9. So, nochmal erneuerbare Energien. Bringt uns das was? Wird das verteilt? Ich glaube, das wird nämlich nicht verteilt, wie ihr hier seht. In einer Runde steigt es. Das ist schade. Wir haben immer noch, nee, wir haben jetzt nur noch 2 Kohle, die wir verbrauchen. Das heißt, wir konnten die Kohle um 1 senken. Hier wird eine verbraucht und hier wird eine verbraucht. Das heißt, diese beiden Städte. Nee, und hier auch. Dort auch. Okay, aber das sollten wir mit den Solarkollektoren jetzt hier hinbekommen. Okay, Atta braucht dringend einen Solarkollektor. Die Frage ist, wo wir einen hinstellen könnten. Bei dem Sägewerk hier könnten wir es eventuell machen. Den Mekewab hier könnten wir auch wegbauen. Der ist aber super. Boah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Das sind echt alles super Felder hier bei Atta. Deswegen ist es ja auch so eine super Stadt. Ich glaube, das hier können wir, das Sägewerk können wir am ehesten noch verzichten. Das gehört aber leider zu Mickey. Tjo. Ist nicht so leicht, ne? Hier, das Feld, glaube ich, das können wir auch. Dieses Sägewerk hier, da können wir drauf verzichten, theoretisch. Ja.
Ist das ein Hügel? Ja, da können wir dann ein Windrad drauf bauen. Finde ich eigentlich ganz cool. Machen wir das. Gut, und dann möchte ich, glaube ich, hier doch vielleicht mal die Politik ändern. Und hier, plus 5 religiöse Stärke für alle religiöse Einheiten im theologischen Kampf reinnehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir machen es einfach mal. Tja. Da überlege ich, ob ich hier den großen Ingenieur rausnehme. Und stattdessen noch was anderes mit Religion mit reinnehme. Heilige Stätten, Nachbarschaftsbonus plus 100%. Oder hier. Das wäre nochmal plus 13 Glaube. Ich weiß nicht, was mehr bringt. Ich glaube, das bringt mehr. Mehr Glauben von Heilige Städtegebäude. Plus 50% bei 15 Stadtbevölkerung und mehr. Plus 50% bei Nachbarschaftsbonus plus 4 oder mehr. Ich glaube, wir nehmen das hier rein und gucken einfach mal, wie sich es verändert. Jetzt haben wir 210. Da können wir ein bisschen rumspielen. Dann haben wir 227, also 17 mehr. Na, so toll ist es nicht.